Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Ich habe euch ja immer gesagt, dass ihr regelmäßig lernen müsst. Ich habe euch auch gesagt, dass ihr nicht aufgeben sollt. Und etwas stärker als nicht aufgeben ist das Verb kämpfen. Das heißt nämlich, dass man aktiv etwas tut für eine Sache, für ein Ziel. Und euer Ziel ist ja klar. Ihr möchtet euer Deutsch verbessern, ihr möchtet B1 erreichen, ihr möchtet B2 erreichen, ihr möchtet C1 erreichen, ihr möchtet besser im Alltag sprechen, ihr möchtet besser auf der Arbeit kommunizieren. Und manchmal genügt es nicht nur zu sagen, ich mache jetzt ein bisschen. Manchmal muss man sagen, ich versuche alle Energie zu nehmen, die ich habe. Und setze mich jetzt hin und lerne mehr als 10 Minuten, lerne mehr als 30 Minuten. Dann schreibe ich auch mal was, dann suche ich auch mal aktiv Situationen, in denen ich sprechen kann. Dann sage ich zum Beispiel mal, ich habe jetzt keine Angst vor Fehlern, sondern ich spreche. Und wenn ihr anfangt zu kämpfen, dann könnt ihr dieses Ziel auch erreichen. Dann könnt ihr euer Deutsch verbessern. Es ist definitiv möglich. Und ich möchte jetzt eine kleine Wette mit euch machen. Und zwar habe ich ja auch ein Ziel, für das ich kämpfe. Ihr seht ja, mein Gewicht. Ich möchte abnehmen, ich möchte mein Gewicht reduzieren. Und wir geben uns jetzt ein Jahr. Ihr verbessert euer Deutsch. Und ich reduziere mein Gewicht. Ihr wisst ja, ein Teil davon sind diese 6000 Schritte. Aber vielleicht genügt das nicht. Vielleicht muss man mehr tun. Und genau ist das vielleicht auch bei euch so. Vielleicht auch ein bisschen mehr tun. Und ich weiß, ihr könnt das. Ich weiß, ihr schafft das. Ein bekanntes Zitat sagt, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das stimmt, das ist richtig. Wenn ihr nicht anfangt zu kämpfen, habt ihr schon verloren. Und ich will nicht, dass ihr verliert, sondern ich will, dass ihr gewinnt. Zuerst bei A1, dann bei A2, dann bei B1. Dann bei B2. Und wenn ihr dann noch Energie habt, könnt ihr sehr gerne weitermachen. Ich hoffe, dieses Video hat euch motiviert. Wenn ihr wollt, dann schaut doch mal bei Deutsch mit Martin.org vorbei. Wir sehen uns wieder im nächsten Video und ich sage Tschüss.